Hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Wir müssen jetzt hier in den Bunker gehen und sind gespannt, was uns erwarten wird. Wird das gut gebrauchen können. Clara, wir müssen noch etwas klären. Niemand darf davon erfahren. So lange, bis ich damit fertig bin. Geht klar. Hilf mir, sie online zu kriegen. Schalten Sie den Strom im Bunker ein. Na dann, viel Glück. Bloom hat wohl die meiste Hardware entfernt, doch entscheidend sind die Verbindungen. Voila! Kann man uns von hier aufspüren? Das ist ein Sicherheitsbereich. Bauartbedingt nicht aufzuspüren, nicht zu hacken. Und doch hacken wir uns hier ein. Ich muss wissen, woher die IP-Adresse stammt. Lass mal sehen. Warum interessiert sie dich? Ist nur eine Spur, mehr nicht. Wie kam Damien nur da dran? Das ist echt gut versteckt. Keine offenen Hintertüren. Kommt scheinbar aus dem Rossi-Freeman-Bezirk. Viceroy-Territorium. Da. Kameras. Damit können wir einen Blick reinwerfen. Kommst du von hier aus ran? Nein, die sind komplett vom Netz getrennt. Das ist merkwürdig. Wenn ich von hier aus nicht rankomme, dann gehe ich an die Quelle. Ich mache hier alles fertig, bis du zurück bist. Sehr schön. Visum ist abgelaufen, Peru. Tattoo-Künstlerin, Einkommen 32.200. Das ist nicht sehr viel. Das ist nämlich der Monatslohn, glaube ich. So, und wir gehen wieder. Hier kann man auch schlafen. Clara reinzuziehen, sollte ich nicht machen. Vertrauen ist gefährlich. Aber ohne sie wäre ich aufgeschmissen. Vielleicht ist sie meine einzige Freundin. Ich glaube, man fährt da hier hoch. Und dockt dann da an. Und dann in diesem Gebäude ist das Ganze versteckt. Eigentlich schon ein gutes Versteck, kann man nicht anders sagen. So. Da müssen wir mal eben auf die Brücke warten. Die eigentlich schon außer Betrieb sein sollte. Und diese
diese Bahngleise sehen auch nicht mehr so fresh aus. Hoi. Verbrechen erkannt. Wo sind wir denn jetzt? Ah, verdammt. Na, gehen wir mal wieder mit dem Boot und ein bisschen Boottour machen. Ist ja auch nicht verkehrt. Mein schönes Boot, das war so teuer. Das soll hier gar nicht sein, bitte. Bitte. Bekommt neue Pille gegen Angstzustände. Ja, das merkt man. Deine Angst war berechtigt, du Fotze. Sitzt jetzt eigentlich da immer noch dran? Nee. Die hat sich irgendwie aufgelöst, dachte, dass wir uns da hinsetzen. Boah, voll in die Fresse. Dann machen wir mal eben Folgendes und setzen uns den Wegpunkt dorthin. Kommen wir da mit dem Wasserweg hin? Theoretisch nicht. Ist das hier Wasserweg vielleicht? Ich weiß es nicht. Probieren wir es. Ich will immer noch Hubschrauber fliegen in dem Spiel, aber ich habe noch keinen gesehen. Also, den man fliegen hätte können. Das fehlt mir ein bisschen, muss ich ja sagen. Eingeparkt. Einmal bitte ein Auto auf Abruf. Und zwar Mustcars. Was gibt's denn da Schönes? Hm? Was gibt's da Schönes? Ja, die haben wir eigentlich schon alle, ne? Ich will da doch kein Geld für die ausgeben. Die findet man ständig. Sport ist Mord. Was bist du denn? Freischalten, indem sie fahren oder indem sie Zivilisten hacken. Einige besondere Fahrzeuge werden durch Aktivitäten auf dem Fortschrittsbildschirm freigeschaltet. Aha, aha. Ein Truck. Schwer. Ja, wir müssen immer auf Leistung zurückgreifen. Boah, das sind die Überdinger. 25. Nehmen wir den. Deine Schaukel ist fertig. Voll getankt und durchgecheckt. Du weißt schon, nicht zu danken. Wo sind wir denn eigentlich gerade hier, ey? Da war ich ja noch gar nie. Irgend so eine Schlucht, ne? Ist auch gar nicht so auf der Karte angezeichnet. Na. Wer bist du? Offenbar niemand. Den wird auch niemand finden. Boah, ich bin ganz schön übel im Spiel, ne? Wer ist solche Wohltäter wie... Ne, ich bin kein Wohltäter. So. Jetzt steigen wir erstmal in ein richtiges Auto rein. Wir haben es schon markiert, ne? Genau. So. Ups. Hier entlang müssen wir.
Dann mal los, die wilde Fahrt. Ah, scheiße, den habe ich jetzt übersehen, sag ich mal. Du lebst noch, also sei still. Und auch das überlebst, also sei still. Ja, siehst du, Zivilisten nur verletzt. So, dass da nicht mal der Strom ausfällt, das wundert mich ja eher. Nur bei so einem dreckeligen CTOS-Scheißzeug. Da hinten ist noch Strom, nur jetzt hier in der Gegend so, ne? Ist ein bisschen dunkel geworden. Fahren ja alles mal kaputt, ne? So, genug gewütet. Starten wir die Mission notdürftig. Damit du es weißt, du bist ab sofort nicht mehr auf meinem Raster. Rosie Fremont. Sie hatten so viel vor mit dem Viertel. Gebracht hat's nur, dass jetzt alle Banden unter einem Dach sind. Von der Stadtteilgemeinschaft bleiben nur noch Wohnblockgemeinschaften. Was ist mit den anderen? Die spielen mit oder ziehen weg. Ich werde mich mal umsehen, herausfinden, was die so machen. Jo, das werden wir machen. Und zwar in der nächsten Folge, Leute. Ich hoffe, die ist nicht zu kurz, die Folge. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es gerade nicht so ganz im Blick. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag noch. Und bis zum nächsten Mal. Wir stehen mitten auf der Straße. Nur mal so nebenbei. Bis dahin, haut rein. Ciao. Hände in die Hosentasche. Like a checker. Bis dahin, haut rein. Alter, was machst du für ein Manöver, ey? Nein, wir wollen nicht mitfahren. Einfach anhalten. Ja, genau. Und Gosch halten. So, in diesem Sinne einen wunderschönen Tag. Alter, hörst du auf. Einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.